Also ich glaube, dass die Erneuerung der Kirche an den Familien hängt. Dass die Familien der Schlüssel sind, dass die Kirche wieder neu zum Leben erwacht. Die Familie ist einmal ein riesengroßes Geschenk, das wir von Gott empfangen haben. Besonders auch deswegen, weil ich die Michi gefunden habe. Also dazu gehört einmal ein Mensch, den man findet. Und dieser Mensch ist eben für mich die Michi. Und damit fängt für mich Familie eigentlich auch an. Also mit einer großen Liebe, mit einer großen Leidenschaft und Begeisterung eigentlich. Wir haben uns eigentlich immer viele Kinder gewünscht. Und das ist ein großes Glück, dass wir das auch dann bekommen haben. Also erstens einmal ist der Robert die Liebe meines Lebens. Und ist wirklich ein guter Ehemann und Vater. Also ich bin Mutter von 8 Kindern. Die älteste, die Maria, ist 25, der jüngste ist 10. Und genau, 5 Buben und 3 Mädchen und 2 Schwiegersöhne und 2 süße Enkelinnen. Wir haben gewusst, die erste Priorität ist immer die eigene Familie. Also es geht jetzt nicht zuerst um diese Mission nach außen, sondern die Mission nach außen ist dann wirklich fruchtbar und wirksam, wenn wir sie selbst leben. Ja, nicht nur als Vorbild, sondern echt wirklich selber zu verstehen, dass die erste Mission eigentlich bei uns gegenseitig beginnt, ja, also uns gegenseitig in den Himmel zu helfen und dann auch unseren Kindern auf diesem Weg zu helfen, Jesus zu lieben. Die eigene Familie ist diese allererste Mission und aus dieser ersten Mission fließt das über. Weil ich Vater bin, habe ich eine Mission. Wir haben versprochen, bei der Ehe Verantwortung in Kirche und Welt zu übernehmen. Insofern ist es jetzt nichts Besonderes, ja, dass wir als Eheleute sagen, wir haben eine Mission. Wie wir noch ganz jung waren und selbst die ersten 2 Kinder hatten, haben wir gemerkt, dass die Grundbedürfnisse von uns irgendwie nicht so wahrgenommen werden. Das heißt, dass die kleinen Kinder vielleicht unruhig sind und dass sie hungrig sind und dass man länger braucht. Im Umfeld habe ich gemerkt, dass das vor allem auch den Müttern so fehlt, dass sie auch Ermutigung kriegen, dass das einfach so wertvoll ist, was sie machen. Ja. Die große Herausforderung ist die, dass wir auch immer aktuell schauen, was haben denn die Familien heute für Fragen, Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten, weil das hat sich in den letzten 20 Jahren extrem verändert. Und immer zu schauen, wie kann man ihnen wirklich helfen, diese Schritte zu tun oder auch das zu empfangen, was Gott schenken möchte. Also es ist, wir sprechen auch immer von so einer Bedürfnispyramide, dass man zuerst einmal die ganz substanziellen Sachen wie Sicherheit oder Wickeln, Stillen, Essen, dass das einmal gewährleistet ist, dass man letztlich über mehrere Etagen dann hinkommt, dass die Menschen Gott begegnen können. Und das zu organisieren, das zu unterscheiden, das ist die große Herausforderung beim Jungfamilientreffen oder bei allen Familienveranstaltungen. Dieses erste Treffen in Pöller, Jungfamilientreffen, war mit 35 Familien. Jetzt hatten wir noch vor der Pandemie hatten wir über 200 Familien bei diesen Treffen und Veranstaltungen. Aber es gibt österreichweit mittlerweile ein Riesennetzwerk von solchen Familien, die da irgendwie dabei waren, die berührt worden sind, die etwas empfangen haben. Vielleicht das eine Wichtige, es geht zuerst einmal um die ganze Familie, was schon einmal ganz besonders ist, weil das, und um die jungen Familien mit ihren besonderen Bedürfnissen, weil es gibt sehr viele Sachen sozusagen für so einzelne Glieder der Familie. Ja. Das ist noch relativ einfach zu organisieren, ja. Aber es geht auch immer wieder um den Moment, dass eine Familie als ganze Familie etwas geistlich empfängt. Und das ist zum Beispiel der Familiennachmittag oder dann die große Woche im Sommer in Pöllau. Und das macht es irgendwie auch kompliziert einerseits, aufwendig. Ja. Man braucht so viel mehr Leute, so viel mehr Denkarbeit, aber auch besonders schön, ja, weil die Familie dann auch sich selbst einmal als eine Einheit geistlich empfangen erlebt und wirklich, dass wir merken, dass wir sagen können, Christus erneuert Ehe und Familie. Wir machen das nicht alleine. Also wenn man hier in Pöllau sitzt, allein jetzt, also es waren jetzt über 160 beim Mittagessen dabei, die Helfer, die dieses Treffen tragen. Und das sind natürlich ganz viele, die mit uns diesen Weg gegangen sind, die dazugekommen sind, die ihre Gaben eingebracht haben. Also es ist nicht nur unsere Mission, sondern es ist eine Mission, ich würde sagen, auch von der Mutter Gottes oder von Jesus, der uns da irgendwie benutzt und irgendwie auch eine Rolle gegeben hat, dass wir vorangehen, ja, dass wir Verantwortung tragen.
Die Kraftquelle ist sicher Jesus, aber die Freude und auch innere Motivation kommt natürlich auch aus der eigenen Ehe und Liebe und aus der Freude der Kinder. Also das ist für mich ganz wichtig, ein richtiges, großes Geschenk, das Freude am Vatersein, mit den Kindern sein, zu wissen, ich bin selbst ein Beschenkter, ich kann das auch weitergeben, ich kann das auch weiterschenken, diese Erfahrung. Alles mag ich an Mama sein, das Dasein für die Kinder, mit ihnen zu leben. Und jetzt ist es eben besonders schön, auch, dass ich schon Oma sein darf, jetzt wo der Jüngste 10 Jahre alt ist, dass doch schon kleine Kinder auch wieder da sind. Du darfst dir Zeit nehmen für die Familie, du darfst es auch genießen. Und das bewirkt etwas in den Kindern, das bewirkt etwas in dir, das verändert unsere Gesellschaft, das verändert unsere Kirche.